So, wir sind jetzt hier gestartet am Tag Nummer 4. Ist das irgendwie gestern komplett irgendwie abgestürzt, in der Wohnung gelandet? Keine Ahnung. Heute haben wir den Russen wieder getroffen. Ne? Guck, da ist er. Kennt ihr den noch? Der ist in den Brunnen reingesprungen, hat sich gefreut. Der hat jetzt hier so ein Energy dabei. Ne? Boscabana Energy, Fruchtwein-Cocktail. Ist schön gekühlt, muss ich sagen. Hat er gesagt, kannst du ja mal probieren. Probieren wir jetzt mal. Test mal gleich mal für Ramses Kitchen, wie das schmeckt. Ja, süß, fruchtig, ein bisschen weinig, also passt schon. Wir sind jetzt auf dem Weg eigentlich zum Einkaufen. Wir wollen nochmal in Rewe. Wir wollen uns dann wahrscheinlich ein bisschen Pizza holen, draußen hinsetzen, was essen. Und der Tag ist schon wieder komplett fast um. Wie lange die immer schlafen, ne? Und wie lange die dann immer auf dem Klo sind, das geht auf keine Kuhhaut. Da ist der ganze Tag schon um. Wir werden jetzt mal weiterziehen zum Rewe, werden kurz einkaufen und dann ist das heute halt schon der letzte Tag. Boah. So, wir sind draußen angekommen. Der Geitsch hat sich schon wieder versammelt mit all seinen Homies. Wir gucken mal kurz in den Einkauf rein. Naturi hat sich wieder zwei Sixpack-Träger Jeber hier mitgenommen. Ein Schinkenbrötchen vom Bäcker. Bei mir gab es das letzte Holsten. Ein Frikadellenbrötchen vom Bäcker. Dann diesen Energy, komischen Drink von der Russe. Und habt ihr letztens gesehen, gab es hier Pepsi mit Mango und das ist Pepsi mit Lime. Die werde ich jetzt mal mitnehmen und erstmal testen. Solange wie Natururin da sein Zeugs noch macht. Muss ich mal gucken, ob ich das so aufmachen kann. Ist natürlich wieder ohne Zucker, also auch mega gesund. Und deswegen schmeckt es wahrscheinlich wieder gar nicht. Aber ein bisschen erfrischend trotzdem. Hat nur wieder verdammt viel Kohlensäure drin. Ich werde die Jungs jetzt hier zum Dönerladen entführen und werde denen einfach drei Pizzen kaufen. Das ist nämlich heute auch Angebot. Große Pizza, kleiner Preis beim Abo. Ich werde mir aber dann das Frikadellenbrötchen reinwerfen, während die drei ihre große Pizza kriegen und vielleicht irgendwo hinsetzen, gemütlich essen. So mal als hier rumstehen. Und alle ihr rotes Energy aufgemacht haben, sieht man hier beim Geitsch, ne? Prost! 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 So. Ja, wenn wir das jetzt nämlich auch trinken, sonst wird es nämlich wieder warm. Wir haben es ja nicht umsonst jetzt aus der Kühlung mitgenommen. Wäre ja Quatsch, wenn wir jetzt warten, bis es nachher den ganzen Rucksack voll gesuppt hat und warm ist. Deswegen gönnen wir uns das jetzt. Natururin hat schon angefangen, sein Brötchen zu essen. Jetzt, bevor es Pizza gibt, das ist so Vorspeise. Kann man ja auch mal machen. So, die ganze Zeit wie immer, du versuchst ein was zu planen und es kommt eh wieder ganz anders. Pizza fällt schon wieder aus. Sie wollen lieber mal in den Park, haben jetzt noch Kollegen getroffen, wollen jetzt erstmal ein Bierchen trinken oder irgendwas. Also letzter Tag wohl auch einfach nur zum Chillen irgendwie. Okay, ich war nochmal im Edeka, wollte mir Bier holen. Guck mal, der Geitsch verteilt gratis Proben von Beck's Eis. Aber Natururin möchte keins. Jetzt muss ich mir wieder den... Wenn er den hier, jetzt muss ich mir den suchen hier. Zack! Damit ich den wieder aufmachen kann. Dabei habe ich heute gar keine Erdnussflips dabei. Aber die braucht man ja auch nicht für Beck's Eis. Denn Beck's Eis kann man so trinken. Nur für das Holzen wären Erdnussflips wieder gut gewesen. Wusste ich ja nicht, dass wir jetzt hier sind. Fraxe! Kennt ihr Faxe? Ja. Oder kennt ihr noch jemanden, der überhaupt Faxe trinkt? Weil immer wenn ich jemanden frage, Faxe, dann sagen die, ja, früher hat man das mal getrunken und so. Schon 10 Jahre nicht mehr, keine Faxen mehr. Jeden Tag haben wir es über dieses Thema gehabt. Immer im Rewe Faxe gesehen und gefragt, aber keiner hat Faxe. Jetzt ist es passiert. Macht ein Kreuz in den Kalender. Faxe ist zurück. So, da es so aussieht, jetzt würden die wahrscheinlich eh den ganzen Tag im Park sitzen bleiben. Und es jetzt auch angefangen hat zu regnen, das Bier aber gar nicht läuft, werde ich jetzt nochmal fix in Rewe laufen und mir eine Tüte Erdnussflips kaufen. Check das ab. Regen. Oh, Pfand. Dann kann ich den ja auch gleich noch mitnehmen. Schon ist die Tüte Erdnussflips kostenlos. Wenn du jetzt fix Erdnussflips holen,
Die anderen sitzen noch drüben, labern, trinken, Naturin sagt immer zu, wie schön es hier ist. Mal gucken, ob er nach der Woche hierher zieht. Der Turin schon wieder dran. Oder auch nicht. Ich habe auch keine Ahnung. Naturin liegt schon wieder tot in der Ecke rum. Keine Ahnung. Unser komischer Gast, der vorhin da war, ist auch weg. Der hat unseren ganzen Pfand mitgenommen. Wollte ihn jetzt abgeben. Wollte dann wiederkommen. Der Geitsch hatte überhaupt gar keinen Bock, dass er wiederkommt. Ich glaube, wenn er wiederkommt, gibt es eh Stress. Deswegen habe ich mir jetzt einfach mal mein schönes Frikadellenbrötchen genommen. Habe ich mir heute beim Bäcker gekauft. Wollte ich eigentlich zum Abendbrot essen, weil wir ja mittags die Pizza essen wollten. Jetzt ist das irgendwie nichts geworden. Dann hätte ich das zum Mittag essen sollen und abends die Pizza. Jetzt ist es irgendwie schon abends, aber wir haben weder die Pizza gegessen noch das Frikadellenbrötchen. Ich werde mir das also jetzt einverleiben und schmecken lassen. Und wenn der Turin vielleicht irgendwann wieder wach wird, vielleicht kommt es noch dazu, dass wir doch Pizza holen. Das seht ihr dann natürlich. Jetzt möchte ich aber mal hier reinbeißen. Schön mit Gurke. Mit Gurke, mit Tomate. Salat. Und so eine Salatcreme dran. Wie gesagt, letzter Tag heute. Es tut mir übelst leid. Irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt, aber was will man machen? Der Turin hat auf jeden Fall Spaß, fühlt sich wohl und deswegen Frikadellenbrötchen. So, Naturi lag er eben noch da. Eigentlich ist er gerade aufgestanden, ist aber schon wieder hingefallen. Der liegt jetzt hier auf der Bank und wir haben keine Ahnung, wie wir den wach kriegen sollen, beziehungsweise wie der wieder aufsteht. Aber Flatty hat einen Trick. Der hat nämlich einen. Guckt euch das an. Flatty hat einen Trick erfunden und dann. Okay. So, jetzt ist er zwar trotzdem nicht auf, aber er ist schon mal wach. Sah gut aus, auf jeden Fall. Oh, oh, Entschuldigung. Sorry. Da guckt man jetzt lieber nicht hin. Guckt mal, Naturin ist wach. Und er riecht wie eine halbe Brauerei. Und er kam eben zu mir und dann haben wir es so gemacht. Oh, ist das nicht süß? Wir wollen jetzt auch aber Pizza essen gehen. Ich habe ja gesagt, er möchte nämlich eine Thunfischpizza. Er möchte eine Salami-Pizza.
Der Geitsch möchte eine Bolognese-Pizza. Ich werde mir eine Pizza Koch holen. Heute große Pizza, kleiner Preis. Ach Mann, jetzt liegt der schon wieder dort. Das kann doch, das geht echt auf keine Kuhhaut. Und der Geitsch ist jetzt noch mal ganz kurz in Rewe. Der holt noch mal Bier für sich. Und hat gesagt, er bringt mir noch 5 Nuller Dosen Bier mit. Für die Pizza, ja, eigentlich, wenn du das siehst, das sind 4 Stücken, also eine geviertelte Pizza, da bräuchtest du für jedes Stück eigentlich eine Dose, das wären 4. Ich habe gesagt, er kann mir ja eine Dose mitbringen, ich bezahle die Pizza. Dann habe ich gesagt, kannst du auch 2 Dosen mitbringen? Jetzt hat er gesagt, er bringt 3 Dosen mit. Also 15,0 Dosen Bier. Versteht ihr? 3x5, Nuller. Ach, egal. Er holt jetzt auf jeden Fall nochmal Bier für sich, Dosenbier für mich. Der Tourin hat noch im Wagen Dosenbier und dann sehen wir uns hoffentlich gleich am Pizzahaus, also beim Abo. Der hat gelegen. Kann ich mich auf den Schoß setzen? Nee, das ist. So, ich stehe jetzt hier vorm Abo und habe jetzt 4 Pizzen bestellt, alle groß natürlich. Der Gaitsch ist natürlich auch da. Guck. Manshalwurf heißt das übrigens. Ach, der Bene ist auch da. Guck. A.k.a. der Manns. Der 5-0er Dosenbier ist auch da. Servus, was geht ab? Der liegt schon wieder. Und da hinten sitzt auch noch der Flatulentius am Start. Moin moin, ich bin's, euer Flatti. Lentius, ich hab's doch gewusst. 50 Euro. So, Pizza ist da. Genau. Zweimal Coke Zero ist auch dabei. Das sieht aus wie das 5-0er Dosenbier. Das müsste die Pizza Koch sein mit Spezialsoße und extra scharf, obwohl es nicht scharf aussieht. Dann haben wir hier die 47. Das dürfte die Fisch, glaube ich, oder? Genau, diese Pizza wohl 47. Das da habe ich keine Ahnung, was das ist. Das dürfte die Bolognese sein. Das war die Salami. Das ist die Bolognese auf jeden Fall. Sieht genauso aus. Und dann habt ihr hier noch, müsste jetzt hier die Thunfisch für eine Turin mit Tzatziki sein. Also wunderbar. Thunfisch mit Tzatziki. Und Koch mit Spezialsoße. Eigentlich wollte ich nicht beim Essen filmen, aber der Turin sieht so lustig aus beim Essen. Weil der immer so einen komischen Blick drauf hat. Und er isst gerade 2 Pizzen auf einmal, laut seinem Blickfeld. Und deswegen. Aber wir wünschen ihm alles Gute. Und deswegen guten Hunger. Thunfisch mit Tzatziki. Ihm schmeckt's. Hier hängt noch seine Kamera rum. Das sieht sehr gut aus. Hier, das ist der Mans. Das ist der Ramses. Das ist der Flati. Zack. Also ein Bier sind noch 5. So, wir haben die Pizza jetzt aufgegessen. Hans ist auch da. Das ist Hans. Und der Turin liegt schon wieder da. Der Turin ist schon wieder. So, guck dir das an. Der Turin schon wieder dran. Nee. Aber die Pizza war auf jeden Fall sehr gut. Ne? Alle haben gesagt, Pizza sehr gut. Hallo Hans. Hallo. Hallo. So muss das sein. Mein Vater hat ja letzte Woche auch zu mir gesagt, dass er sich jetzt impfen lässt, weil er diesen Sommer noch was erleben will. Weil mein Vater ist es aber so, der hat ja seit 2 Jahren diagnostiziert. Kleines Biebchen, Biebchen, ja. Juckum. Na, gab's ja, Vater, du hast Vorkrankheiten, lass dich nicht impfen. Lässt ach, ist okay. Adi Schatz! Ja,
Wir haben jetzt auf jeden Fall Flattis Wein probiert, ne? Der Russe hat gesagt, es schmeckt sehr herb, ne? Sandy hat gesagt, ein bisschen bitter. Geitsch hat gesagt, ist schon okay. Und der Turin hat gesagt, komisch. Eben nach dem Wein lag er noch auf dem Boden, also. Er ist wieder aufgestanden. Wir sitzen jetzt hier bei der Commerzbank gegenüber und haben Kollegas getroffen. Haben Bier eingetauscht, ein 500er Dosenbier gegen Heineken, guck dir das an. Und der Turin ist schon wieder am, was er halt am besten kann, ne, deswegen. Ich bin der Manns, ich bin der Maul, ich bin der Wurf, ich bin der Ns, ich bin der Manns, ich bin der Maul, ich bin der Wurf. Ich bin der ich bin der So. Flatty, nee, warte mal. Adi ist am Start, hat jetzt schon wieder die komische Katze mitgebracht und wir wollen jetzt noch hier den letzten Cheeseburger essen, aus der Verpackung frisch rausgenommen. Das ist der Cheeseburger mit Käse dran, der Adi riecht auch schon am Cheeseburger. Naturin ist auf jeden Fall am Start. Ja, ich kann das so nicht filmen, das sieht man nicht. Naturin ist am Start. Manns Heulwurf ist am Start. Flatty ist am Start. Adi ist am Start, immer noch. Wir wurden schon wieder angehalten von der Polizei. Aber alles ist gut. Die Polizei in Hildburghausen ist übelst korrekt. Und deswegen Respekt an die Polizia. Morgen ist der letzte Tag. Die fahren dann heim. Wir wollen eigentlich immer noch die Surströmming Challenge machen. Mal gucken, ob das morgen noch stattfindet. Ich habe keine Ahnung, wie lange die zwei schlafen. Deswegen einfach mal abwarten, was sich morgen noch ergibt. Vielleicht können wir das noch hier mit reinpacken. Ansonsten peace out. Vorhaut. Ach du Scheiße. Euer Ramses. Guck, und jetzt ist es grün. Wie der Burger. So. Es ist auf jeden Fall Sonntag. Eben ist er noch schön gemütlich gelaufen, habe ich gedacht. Den Weg zum Bahnhof nehmen wir noch fix mit. Hier sind nochmal Bierpower-Schilder. Aber dafür ist jetzt bestimmt keine Zeit, denn Sonntag Abreise, wisst ihr ja, drückt auch mal hier drauf, ganz vorbildlich. Obwohl immer, wenn hier grün ist und ihr drüber lauft, ihr sowieso überfahren werdet, weil die Autos einfach immer lang fahren, ohne auf die Ampel zu gucken. Ich weiß nicht, wie spät es ist, 14.06 Uhr oder irgendwas kam, glaube ich, dann der Zug. 14.01 Uhr, es ist jetzt 20 Minuten, na dann wird das noch laufen. Ihr seht, wir sind komplett im Arsch. Ich, meine Stimme. Ja, heute noch Mama holen, Muttertier abholen, normalen Sonntag verbringen, so tun, als wäre nichts. Und muss sagen, die Polizei in Hildburghausen ist sehr kulant geworden. Ja. Die waren so richtig kulant. So. Aber mehr muss man dazu auch nicht sagen. Jetzt also zum Bahnhof. Abreise, Verabschiedung, normalen Sonntag und irgendwie geht es am Donnerstag ja schon wieder weiter. München. Ramses, du brauchst Urlaub. Muss ich mal gucken, wie ich das dann mache, die ganzen Sachen vorbereiten. Schon irgendwelche Videos vielleicht anfertige oder dort Videos anfertige, dass da trotzdem jeden Tag auch immer irgendwas kommt. Aber sehen wir dann in München. Jetzt erstmal weiter, wieder Richtung Burghofbrücke.
wo wir auch einmal genächtigt haben, wenn ihr euch daran noch erinnern könnt. So, jetzt brauchen wir noch einen Kugelschreiber. Tschüss, Fladdy. Tschüss, Ramses. Tschüss, Nature Boy. Tschüss, Manns. Hey, ich war nicht weg. Aber ciao. Oh, komm doch mal her. Der hat mich beim Eindringen schon so in den Arm genommen, deswegen. Jetzt komm noch. Burp. Und dann kommt noch der Zug. Das heißt, das war's jetzt. Der Zug ist angelockt, ne? Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Ihr müsst sofort, glaube ich, der. Ja, genau. Ha ha ha.